Hallo! Ich mache heute mal eine Challenge und zwar mit der Julia. Die Hallo. Julia! Hallo! Die Julia! Hallo. Die ist voll super. Sie ist zum Beispiel die, die damals beim Frequency meine Videos gedreht hat, wo ich das ganze Essen vorgelauert habe. Und ja, sie macht auch Fotos. Ich werde euch dann einfach mal ihre Sachen. Und Videos? Und Videos von so Konzerten zum Beispiel und auch andere Sachen. Und da werde ich euch einfach dann unten ihren Link zu Facebook einfach reinstellen, damit ihr das auch finden könnt, was sie so macht. Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir die Pizza-Challenge machen will. Und jetzt hat sich heute herausgestellt, sie war ihr war gar nicht das Ausmaß von dem ganzen Dreck bewusst. Und dann wird auf die Pizza holen. Ja, weil nur zur Erklärung, die Pizza-Challenge heißt halt, dass man quasi aus einem Pot von Zutaten sich welche raussucht und wir haben ganz interessante Zutaten natürlich. Und sie dachte, dass jede Zutat auf eine Mini-Pizza kommt und man muss die essen. Und ich habe aber gesagt, es kommen alle Zutaten auf eine Pizza. Und ja, da hat sie ein bisschen gestaunt. Also mal schauen, dass wir das heute schaffen. Und einfach Pizzateig gestern gemacht. Ich verlinke euch dann auch unten das Video zum Pizzateig, wie man den macht. Genau. Und wir werden jetzt einfach abwechselnd ziehen. Magst du beginnen oder ich? Oder ich mache mir Schnick, Schnack, Schnuck? Nein, das ist kann ich nicht gut. Das kannst du nicht gut? Ich nehm's gleich. Okay. Gurke. Ja, das sind so Sandwich-Gurkchen. Die sind normal, glaube ich, in so Hotdogs drinnen. Ja. Die sind voll geil. Von Felix. Die sind echt super. Ich hab die immer zu Hause. Das passt auch voll gut in auf so eine... Brot. Voll auf, oder auf so eine Extra-Wurst-Semmel. Ja, ja. Ich hab die Nummer 7. 7? Ich hab Kiwi. Oh. Kiwi. Yummy. Sie wollte eigentlich die Kiwi haben. Tja, Pech gehabt. Ja. Okay. Das ist jetzt 6 oder 9? Das ist die 6. Das ist die 6. Okay, 9, das schaut bei mir anders aus. Oh, Zwiebel. Da unten. Oh, ich hätte voll gerne die Zwiebel gehabt. Das ist jetzt voll die Hotdog-Zutaten, oder? Ja, vielleicht wird deine Pizza ein Hotdog. Vielleicht fühlt sich deine Pizza wie ein Hotdog. Vielleicht solltest du es am Ende zusammenrollen. Ja, du darfst die Gefühle von der Pizza echt nicht verletzen. Ja. Das sollte ich vielleicht für meine Bananen machen. Ja, eine Bananenpizza. Okay, also ich habe jetzt Nummer 8. Das sind... Oh nein! Oh, sie kriegt, ich krieg alles, was sie haben will und sie kriegt alles, was ich haben will. Sie kriegt voll die Obstpizza. Ich wollte keine Obstpizza. Ich wollte eine Obstpizza. Ja, toll. Okay. Na gut. So. Fünf okay. Stücke Banane sind, denke ich mal, echt... Du übertreibst nicht, gell? Eins kann ich auch so essen. Du bist dran. Ja. 4. Tabasco! Dein ist voll cool! Blödsinn! Hallo? Aber ja, du bekommst auch noch den Speck. Echt, dann bin ich richtig sauer. Na, da bin ich nicht so viel drauf, glaube ich. Ui. Doch so ein bisschen. Das wird voll die Chili Hotdog und so. 4 Tropfen, das muss sein. Okay, ich habe Nummer 11. Was? Sie hat die Brause. Die habe ich zum Glück jetzt nicht. Ich habe Brausepulver. Das heißt Double Lick. Kennt ihr Double Lick? Ah, wo du, nein, du so Schlecker hast. Nicht Double Lick, Double Dip. Entschuldigung. Ich bin so versaut. Okay, Double Dip, das ist eigentlich mit so einem Schlecker, den man reinsteckt. Und ich habe jetzt nur die Brause. Das ist jetzt die Orangenbrause. Yay! Hau mal drauf. Warte mal. Vielleicht knistert das dann im Backofen. Das schmeckt nur nach Zucker, ey. Okay, wer so drüber? Mehr. Nein, das ist blöd. 10. Tuna. Oh. Okay, sehr Thunfisch. Ich hätte voll gerne einen Thunfisch gehabt, eigentlich. Ich meine, ich mag Thunfischaufstrich, aber auf Pizza habe ich es eigentlich weniger gern. Sehen könnt, aber das... Ihr seht eigentlich ein bisschen ranzig aus. Es ja, dein ist halt so alt und verbraucht aus. So, na, ein bisschen. Nein, komm, mehr. Nein, das geht schon, das geht schon. Okay. Das habe ich nicht raus. Na gut. War sie voll viel Brause. Okay. Okay. Schauen wir mal. Ich habe die Nummer 17. Ah, ich habe Salami gezogen. So, also da kommt jetzt ziemlich viel Salami bei mir drauf.
weil vielleicht übertönt das ja den Rest. Habe ich mir überlegt. Oh, und die Salami, noch ein bisschen. Warte, da geht schon noch ein bisschen. Soll ich vielleicht? Ich glaube, eins geht noch. Oder da, da sieht man noch die Banane, haut er auch noch eine Scheibe drauf. Oh ja, ja. Aber was wissen, wenn ich. Ich brauche noch Platz für Speck. Okay, man sieht gar nichts. Es ist nur noch eine Salami-Pizza. Völlig, wenn ich es nicht sehe, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Zwölf. Schokosauce. Yay, aber das kann ich mir jetzt eigentlich... Okay, ja, auf dem weniger. Mit der schon Bananen drauf. Glückchen und Schokosauce. Mein Lieblingsessen. Bist du schwanger? Nein. Komm, hau ein bisschen drauf, aber was soll das sein? Ja, schau, es soll schön auch sein. Und ja, so machen sie das in den Restaurants, in den guten Häusern. Einfach so, so. Wow, fancy. Fancy. So, Okay. Zwei. Der Basilikum! Oh, in den Busch einfach raus. Nimm den Busch einfach raus. Ich hab den Busch rausgenommen. Ein bisschen mehr geht noch. Ich mag Basilikum. Ja. Auf einer Pizza. Okay, du bist da. Dein schaut irgendwie voll kacke aus. Ich möchte das jetzt mal so sagen. Ja. Danke. Wieso ist eigentlich auf meiner Pizza so viel drauf und auf deiner fast gar Brotchips. Brotchips, die habe ich schon mal beim Frequency vorgestellt. Das sind halt Chips aus Brot, die sind voll lecker. Ja. Extrem gut, ja, ich will auch jetzt. Die schmecken voll nach Knoblauch. Vielleicht ersetzt das den Knoblauch in der Soße. Ich hab einen Joker bekommen. Ja, was nimmst du dir jetzt? Ich habe einen Joker eingeführt. Ich muss mal runterschlucken. Sie hat ihn eingeführt. Mhm. Okay. Ich habe einen Joker gemacht und das heißt, ich darf mir jetzt von allen Zutaten, die wir haben, eine Zutat aussuchen, die ich haben will. Und das wird Speck sein, weil ich mag Speck. Das ist jetzt der Neuner. Boah, meine Hände riechen jetzt voll nach Speck. Neun. Yes! Da hinten, da hinten, yes. Da hinten, da hinten. Yes! Die Lieblingszutat! Sie isst alles mit Mais. Das passt. Rettet alles einfach. Ja. Das wäre deine Joker-Zutat gewesen, oder? Ja, ich glaube. Okay. Dann naja, du nur weiter, okay? Ich habe die Nummer 13. Das ist eigentlich eine Pechzahl, oder? Ich habe ein bisschen Angst. Was ist auf 13? Oh nein! Okay. Ich habe Nudeln! Oh, wer will Nudeln? Oh, ja, aber wer will Nudeln auf seiner Pizza? Also, ja. 19. Was ist 19? Marshmallows. Sie hasst Marshmallows. Oder hast du sie oder magst du sie aber? Ich mag sie nicht. Okay. Du kannst sie klein zupfen, wenn du magst. Wie du sie schon anschaust. 5. Ah, Speck. Das ist Speck. Ich habe nochmal Speck. Oh, Speck und Speck. Speck und Speck. Okay. 14. Oreo-Kekse. Bist du eigentlich so ein Oreo-Fan? Ja. Du Hipster. Ja. 15. Gummibärchen! Gummibärchen! Das passt farblich gut dazu, so. Von hier und da überall. Wenn du da noch die roten nimmst, ist das voll Italien. Du sie brauchst. Das sind die Gummibären! Das sind die Gummibären! Eins. Gorgonzola. Oh, den wollte eigentlich ich fast haben. Okay. Diese Kombination. Habe ich das letzte? Wir haben schon alle. Jetzt das Müsli. Oh Gott! Das letzte ist Nummer 18 und das ist Schokomüsli. Bisschen. Hui. Hui. Ja. Ja, warte. Käse. Okay, ich hab Light-Käse genommen. Light-Pizza-Käse. Nach all dem, was wir da drauf haben, wollen wir natürlich auf unsere Linie achten. Ja, einfach mal so eine fette Hand. Ja. Geht schon, oder? Greif zu. Ja, ja. Greif Käse zu. Ist okay.
Käse geht immer, oder? Käse geht immer. Dann sieht man. Bis gleich. Ab in den Ofen. Ab in den Ofen. So, also unsere Pizza ist jetzt fertig. Also ich finde, es riecht ein bisschen widerlich. Ich finde, meine riecht nach Kuchen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, ich finde... ich will das nicht... Okay. Ah, so heiß! Ich sehe meine Kiwi. Lecker. Haben wir mal wieder gut gekauft. Das Rezept steht dann unten. Also die Kiwi macht mich jetzt ein bisschen fertig. Weil diese Süße. Banane ist da ja auch noch irgendwo. Alle oben, ich sehe schon alle. Das hört sich nicht gut an. Zwiebel, ganz scharf. Tabasco! Riech da mal bitte dran, der Kiwi. Du hast gesagt, Kiwi warm ist okay. Aber was ist denn da passiert? Ja, die, keine Ahnung, die schmeckt nach verdorbenen Äpfeln jetzt. Und sie ist so... Ich probiere das mal so. Ich glaube, ich verliere. Sie ist voll gut in sowas. Und ich glaube, ich verliere meinen Geschmackssinn. Ich würde jetzt auch gern verlieren. Wenn ich ehrlich bin. Ja? Ja. Kann ich mal. Okay, also bei mir ist echt. Hat alles übrig geblieben. Ich habe nur noch so ein kleines Viertel. Und sie hat das voll sauber weggeputzt. Ich bedanke mich bei der Kerstin für die Einladung. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Mehr Spaß als wir beim Essen. Ja. Ihr seid echt schlechte Menschen, dass ihr so schadenfroh seid. Und Fotos gibt es ein paar bei Facebook über das Ganze und ich freue mich sehr über Kommentare. Ich freue mich sehr, wenn ihr mal bei der Julia vorbeischaut, bei ihrer Seite. Ihr könnt jetzt da so klicken, ja. Julia Altenburger Fotografie. Und wenn ihr Ideen für andere Challenges habt, die ich machen soll oder die ich mit ihr machen soll, oder wenn ihr mehr Infos zur Julia wollt oder über mich oder keine Ahnung, dann könnt ihr mir gerne schreiben und natürlich freue ich mich am allermeisten über neue Abonnenten, weil, ja, Abonnenten sind einfach cool. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ja, okay, also...